Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde wachen mit mir? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Und als er das Gebet beendet hatte, kamen Engel zu ihm und nahmen ihn in den Himmel auf, zum Vater. Die Jünger erschraken, sie waren alleine. Kein Jesus, keine Erlösung, kein Heil in Christus, kein ewiges Leben im Himmel. Und sie waren alle zu Tode betrübt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Jesus so gebetet hätte? Wenn er die Worte "aber nicht wie ich will, sondern wie du willst" ausgelassen hätte? Wir befinden uns noch immer in der Andachtsreihe "Wie sollen wir beten?". Wir sind jetzt bei der zweiten und dritten Bitte im Vater Unser und somit auch beim Ende des ersten Teils angekommen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das Beispiel Jesus ist uns, denke ich, das größte Vorbild, wenn es darum geht, seinen Willen oder sogar sein eigenes Leben für den Willen Gottes zurückzustellen. Jesus lehrt uns beten, indem er sagt: Betet, dass das Reich Gottes komme und dass sein Wille hier auf Erden geschieht, wie auch im Himmel. Jesu Lehre ist ganz deutlich: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich muss sagen, dass diese Worte mich selbst auch immer wieder sehr herausfordern. Im ersten Moment denke ich dann manchmal: Ja, Jesus, schick mich in die weite Welt, ich gehe überall für dich hin, ich mache alles, oder ich werde auch zu dir stehen, wenn sich Menschen über mich lustig machen, mich ausgrenzen oder sogar bedrohen sollten. Und dann bekomme ich zum Beispiel eine Nachricht: Hey, kannst du spontan hier einspringen, wir brauchen noch jemanden, der diesen Dienst übernimmt. Oder nach dem Jugendgottesdienst habe ich die Wahl, mit meinen Freunden an einem Tisch zu sitzen oder mich mit neuen Leuten zu unterhalten. Und plötzlich ist die ganze Bereitschaft, mich tugendhaft für Gott aufzuopfern und für ihn zu leben, aufgelöst wie Zuckerwatte in Wasser. Aber es sind häufig die vermeintlich kleinen Dinge, die uns wirklich herausfordern. Auch das Gebet gehört zu diesen Dingen. Und ich vermute, dass Jesus uns genau deshalb auch dazu auffordert, beständig im Gebet darum zu bitten, dass Gott sein Reich kommen lässt und dass sein Wille geschehen soll. Es fängt schon damit an, dass wir überhaupt beständig ins Gebet gehen. Dass wir für unsere Glaubensgeschwister einstehen, gerade auch für die, die verfolgt werden und diejenigen, die Leid erleben. Aber auch, dass wir darum beten, dass Gottes Reich immer mehr gebaut wird, indem Menschen zum Glauben kommen und im Glauben wachsen. Wie oft ist es nämlich gerade auch im Gebet, dass wir anfangen, für den Bau unseres Reichs zu bitten oder darum, dass unser Wille doch auch Gottes Wille sei. Wir möchten, dass dies und jenes gelingt, dass Gott uns hier unseren Wunsch erfüllt und dort eine Erleichterung gibt. Natürlich gestattet Gott uns, ihm unsere Sorgen und Bitten zu bringen. Das dürfen wir und sollen wir auch. Aber wie viel unserer Gebete und Bitten drehen sich wirklich um das Reich Gottes und um das,
was sein Ziel hier auf Erden ist. Es gibt in der Bibel einige Stellen, die uns ganz klar sagen, dies ist der Wille Gottes. Beispielsweise Römer 12, Vers 2 oder 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Dort steht, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wovon unser Gebet geprägt ist, zeigt auch ein Stück weit, wie unsere gesamte Lebensausrichtung geprägt ist. Jemand hat mal gesagt, seit wann ist Gottvertrauen das größere Risiko? Wie wäre es, wenn wir dieses Risiko eingehen und hinter unsere Bitten ein "Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe" hinzufügen und anfangen nachzufragen, was Gottes Anliegen sind und bewusst dafür zu beten? Denn sein Reich komme und sein Wille geschehe. Amen.